Prompts for UX, der Podcast mit Fuchs, der etwas anderen KI. Überraschende Erkenntnisse, garantiert. Folge 5. Warum haben wir uns entschieden, diesen Podcast im Sommer zu machen? Erste Eingangsfrage. Fällt mir schwer, mich an meinen eigenen Namen zu erinnern. Also ich weiß auch nicht mehr, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Ja, und warum haben wir eigentlich so viele elektronische Geräte um uns rum? Und warum schwitzt der Fuchs eigentlich nicht? Diese Fragen beantworten, glaube ich, eher in Staffel 2 und kommen wieder zu inhaltlichen Dingen. Denn vielleicht gibt es den einen oder anderen, der beim letzten Mal dabei war und sich fragt, was mache ich mit so einer riesigen Anforderung? Kann ich die jetzt schon einem Software-Engineer über den Zaun werfen? Und diese Anforderung, die wir beim letzten Mal gezeigt haben, die ist so ein bisschen aus dieser Idee entsprungen, natürlich sprachlich Spotify zu bedienen. Genau, das hat sich ja aus unserer Vorunterhaltung ganz natürlich sprachlich ergeben. Natürlich. Natürlich, aber natürlich war das auch vielleicht gar nicht so korrekt. Natürlich, vor allen Dingen, wenn es um künstliche Intelligenz geht, muss man mit dem Wort natürlich besonders aufpassen. In dem Fall ist nämlich natürlich sprachlich eigentlich schon ein Lösungshinweis ein versteckter, was übrigens sehr schnell passiert. Du kennst das auch aus Projekten, ja. Dass man denkt, man erzählt nur was von Nutzerbedürfnis. Dabei hat man gerade schon einen kleinen Feature-Request eingebaut. Das bleibt nicht aus. Und gut, deswegen, dass dir das aufgefallen ist. Ja, das ist ja so, wenn man die letzte Folge durchgeht, da findet man ganz viele Fehler. Ganz viele Gründe, sich selbst zu hassen. Absolut, absolut. Es gibt noch vieles mehr. Aber das ist der Fehler, der eigentlich tatsächlich nicht stehen bleiben sollte. Und deswegen haben wir den Prompt angepasst und haben gesagt, okay, mach das mal einfach mit natürlicher Interaktion, ohne irgendwas in Richtung Voice Interface schon in den Mund zu legen. Du hast den Prompt vorbereitet. Ich habe ihn vorbereitet. Dann holen wir uns den mal hier auf den Bildschirm. Es ist tatsächlich so, dass ich seit den letzten Folgen es jetzt aufgegeben habe zu tippen. Ich habe hier zwar immer noch eine Tastatur liegen, damit das stylisch aussieht und damit ich Copy and Paste machen kann. Aber die Prompts werden immer länger. Und die werden auch immer, ja, wie soll ich sagen, sophistizierter, kann man das sagen? Bestimmt. Epischer. Und es macht keinen Sinn, dass man hier wartet, bis ich fertig getippt habe. Deswegen haben wir den Modus gewechselt und haben ihn auf dem Tisch. Möchtest du den Prompt vorlesen? Weil du kannst ihn nämlich auf der richtigen Rotation sehen, ich nicht. Ja, möchte ich sehr gerne. Der Prompt, der neue, lautet: Schreibe eine Anforderungsspezifikation für einen Software-Engineer, der Spotify um ein Feature erweitern soll, welches Kindern ermöglicht, Musik natürlich anhand ihrer Stimmung in Situationen, bei denen ihnen langweilig ist, auszuwählen. Gib diese als formatierte Markdown-Tabelle mit den Spalten Anforderungstitel, Beschreibung und Priorität aus, formatiere den Anforderungstitel in Fett und sortiere die Zeilen nach Priorität von hoch nach niedrig absteigend. Nutze maximal ein Trend-File-Emoji pro Zeile statt Text für die Darstellung der Prio. Es ist ein langer Prompt, der hat sich auch ein bisschen verändert, weil der letzte Prompt, der ging so ein bisschen in Dokumentform mit Überschriften und so weiter. Ich kenne die Software-Engineers eher als Tabellenfreunde, deswegen hat er sich auch in der Art nochmal angepasst, nicht nur das natürlich zu ändern, sondern eben auch in Tabellenform auszugeben und so ein bisschen eine Priorisierung für die Anforderung rauszukriegen, um dann mal zu schauen, was wir daraus machen. Perfekt. Wie gesagt, ich mache eigentlich nichts anderes als ein Copy and Paste von dem Prompt und wir schauen, was das Ganze an Ergebnissen liefert. Okay, Fuchsi Fuchs macht Tabelle hübsch und bunt. Fuchsi hilft Spotify und Kindern. Hier Tabelle. Anforderungstitel. Stimmungserkennung. Software soll Kindesstimmung erkennen können. Nutzt Mikrofon und Stimmungsanalyse. Macht Liedervorschläge basierend auf Stimmung. Kindersichere Oberfläche. Software soll einfach und sicher für Kinder sein. Große Icons, einfache Wörter, kein Zugriff auf unpassende Lieder. Langweilig-Modus. Software soll speziellen Modus haben, wenn Kind sich langweilt. Bietet lustige und aufmunternde Lieder. Personalisierte Playlist. Software soll Lieder speichern, die Kind mag. Stellt personalisierte Playlist basierend auf Stimmung zusammen. Elternkontrolle.
Eltern sollen Einstellungen kontrollieren können Liederauswahl und Nutzungsdauer festlegen. Musik, Musik, Lachen, Lachen, Fuchsi, Fuchs, Kindern Spaß, Eltern zufrieden, Fuchsi macht gut. Ich habe das Gefühl, dass unser Fuchs so langsam irre wird. Da habe ich tatsächlich zu dem Thema letztens noch einen Artikel gelesen, dass die KI im Begriff ist zu degradieren. Tut mir leid, Fuchs. Falls sie immer wieder ihren eigenen Content einliest. Ah. Das heißt, man hat, wenn man so will, böse ausgedrückt, so eine Art KI-Inzest. Wenn die KI ihr eigenes Zeug nutzt, dann werden die Inhalte nicht gerade besser. Das ist auch der Grund, warum wir ja im Grunde nicht wissen, was hier so rauskommt. Weil in der Probe kommt ja auch was anderes raus als jetzt beim Dreh. Aber eine Sache, die auch in der Probe rausgekommen ist, war das Thema Stimmung. Also im Grunde zu sagen, auf Basis ihrer Stimmung können Kinder etwas auswählen. Und von natürlicher Sprache kam jetzt eigentlich gar nicht so viel. Es gab was mit großen Icons und so weiter. Aber das Thema Stimmung scheint er sich so ein bisschen festgefahren zu haben. Ja. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mal weitergehen und sagen, okay, wir müssen uns mit dieser Anforderung mal konzentrieren auf irgendwas. Weil Elternkontrolle, sind wir ehrlich, ist eine eigene Anforderung. Absolut. Ist eine eigene NutzerInnenrolle. Heißt, im Grunde würden wir damit auch wieder das Ganze viel zu episch machen. Wenn wir uns wirklich auf das Kind konzentrieren, dann müssen wir irgendwo uns eins von diesen Themen hier rausgreifen. Ja, Stimmung fände ich sehr interessant. Dann gehen wir doch nochmal auf die Figma-Szene und gucken mal, was das Ganze, uns das Ganze weiterführt, wenn wir mal in Richtung Stimmung weiterbohren, ob wir da noch weitere Erkenntnisse zu der Anforderung kriegen. Genau, da hatten wir uns überlegt, es ist vielleicht interessant, mal zu fragen, wie Kinder Stimmung eigentlich ausdrücken. Der Prompt lautet, stell dir vor, haben wir ja letztes Mal gelernt, dass dieses stell dir vor super, super mächtig ist. Mhm. Stell dir vor, du bist ein Kind und möchtest deine Stimmung ausdrücken. Über welches Medium bzw. welche Interaktionsmodalität würdest du das am liebsten tun? So, und das ist jetzt im Grunde vom Nutzungsbedürfnis oder NutzerInnenbedürfnis zum, schon ein bisschen in Richtung Brainstorming, aber mit dem Ziel, keine Lösung vorzugeben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir keine Prompts schreiben, wo schon Lösungsideen drin sind und dass wir uns immer bewusst sein sind, ist das hier gerade Problemraum oder Lösungsraum? Das ist eigentlich relativ abgespeckt, da ist keine Lösung drin. Ja. Und wir schauen, was passiert. Oh, Fuchsi-Kind, ja, ich mag malen. Farben zeigen Gefühle. Rot für wütend, blau für traurig, gelb für froh. Ich male Bild auf Tablet. Dann spielt Musik. Die passt. Klick, klick, mal, mal. Spaß, Spaß. Okay, er hat sich ein bisschen auf dieses Verdoppeln eingeschossen. Ja. Eigentlich müsste man mal einen kurzen Insanity-Prompt dazwischen schieben. Kannst du bitte das doppeln lassen? Würde er ja machen. Immerhin gendert er brav jetzt seit der letzten Folge. Jetzt haben wir natürlich eigentlich ja schon einen interessanten Aspekt drin. Farben zeigen Gefühle, okay. Visuell kann man also Gefühle ausdrücken. Das Kind würde vielleicht sogar über Farben seine eigene Stimmung wiederum deuten. Das ist natürlich nur eine Hypothese. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, und da muss man immer vorsichtig sein bei der KI, ob jetzt Blau wirklich für traurig steht. Also wenn ich in den blauen Himmel schaue, dann bist du. Dann werde ich natürlich total traurig. Ich liebe es, wenn das so wolkenverhangen ist. So ganz grau, am liebsten mit Blitzen und so. Confidently wrong, würde ich sagen. War auch mein erster Gedanke, so das ist jetzt schon sehr spezifisch irgendwie, woher kommt das? Woher kommt das, genau. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da müssen wir auf jeden Fall an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer und nicht alles für bare Münze nehmen. Denn es gibt ja Wissenschaftler, die sich mit Farbpsychologie sicherlich auseinandergesetzt haben. Wir kennen jetzt keinen direkt, aber sowas kann man Fuchs, glaube ich, ganz gut fragen. Wir schalten nochmal auf Figma um. Du hast, glaube ich, einen Prompt vorbereitet, wie man so ein bisschen dieses Confidently Wrong an der Stelle aushebelt, indem man einfach mal auf wissenschaftliche Erkenntnisse fragt. Richtig, genau. Eine Alternative zu diesem Prompt, was ich in der Regel mache, wenn ich wissen will, dass es stimmt, ist nach Quellenangaben bitten. Das geht ja auch.
Das geht auch, ja. Hier schalte ich mich noch einmal dazwischen mit einem expliziten Warnhinweis. ChatGPT denkt sich inzwischen manchmal wirklich selber die Quellenangaben aus und es ist daher umso schwieriger, der Ausgabe wirklich trauen zu können. Deswegen hier nochmal der Tipp, immer überprüfen, ob die Quelle auch wirklich existiert. Okay, der Prompt lautet, nenne mir 5 der bekanntesten Urheber, die sich mit Farbpsychologie beschäftigt haben, um Farben einzelnen Stimmungen zuzuordnen. Das klingt gut, den kopiere ich mal. Und dann schauen wir mal, ob Fuxi Fuchs nur infantil sprechen kann oder auch hier die harten Fakten berücksichtigt. Fuxi Fuchs weiß, viele kluge Menschen, die über Farben und Gefühle nachgedacht haben. Hier 5. Johann Wolfgang von Goethe. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Zur Farblehre. Er sagt, Farben können Gefühle machen. Carl Gustav Jung. Er war ein ganz schlauer Kopf. Hat gesagt, Farben in Träumen haben Bedeutung. Max Lüscher. Er hat einen Test gemacht, den Lüscher-Farbtest. Der Test sagt, welche Farbe du magst, sagt auch, wie du dich fühlst. Faber Birren. Er hat viele Bücher über Farbe und wie sie auf Menschen wirken geschrieben. Eva Heller. Sie hat ein Buch, das heißt, wie Farben wirken. Sie hat gesagt, Farben und Gefühle sind Freunde. Fuxi mag Farben. Rot, blau, gelb, alle. Farben sind wie Musik für Augen. Bunt, bunt, Fuchs, Fuchs. Farben sind wie Musik für Augen. Das ist natürlich schon hochphilosophisch. Vielleicht für die, die sich wundern, warum die Laufschrift nicht hier läuft. Wir haben natürlich hier ein paar Performance-Probleme, was das Generieren des Textes angeht. Deswegen muss man das vorgenerieren, sonst würden wir hier alle auf die Folter spannen. Nur weil sich, falls sich jemand fragt, warum der Cursor da nicht rumflitzt, das ist bewusst so. Aber auf die Antwort zurückkommend. Welche gefällt dir am besten? Ich glaube, Eva Heller finde ich interessant. Mhm. Aber auch Max Lüscher war interessant, genau. Weil der hat nämlich gesagt, welche Farbe du magst, sagt auch, wie du dich fühlst. Das verstehe ich so, dass man je nachdem, wie man sich fühlt, gerade eine andere Farbe mag. Mhm. Was für Kids wahrscheinlich dann sehr intuitiv wäre. So die Hypothese, im Grunde auch hier wieder confidently wrong, lieber nochmal googeln, wo der Lüscher das gesagt hat, machen wir jetzt nicht. Es geht ja darum, dass man so ein bisschen diesen Prozess kennenlernt, aber das kann man nicht oft genug sagen, auch so eine Quellenangabe, wie du sagst, ne, zu sagen, okay, wo wurde das geschrieben, selbst da habe ich schon YouTube-Videos gesehen, wo die Quelle nicht existiert. Klar. Also da steht dann wirklich irgendein Paper mit Datum, mit Revision XY, es existiert einfach nicht. Deswegen kann ich immer nur sagen, lieber nochmal googeln, wenn man darauf aufbauen will. Aber der Punkt ist, dass man hier merkt, man taucht tiefer in diese Domäne ein, dieser Farbstimmung. Und es gibt offensichtlich jemanden, der sich damit beschäftigt hat. Max Lüscher könnte man mal nehmen und ja, im Grunde mit dem nächsten Prompt mal reingehen, ob wir jetzt diese verschiedenen Farben, die es gibt, mal den einzelnen Stimmungen zuordnen können. Weil genau. Im Endeffekt wäre das ja sowieso in der Requirement Specification ganz sinnvoll, mal zu sagen, folgende Farben gibt es, folgende Stimmungen, sofern diese Farben eben für das Kind dann auch ein Verhalten entsprechend triggern sollen. Ja, richtig. Dann mach doch nochmal deinen Wusch-Effekt von eben. Mit Vergnügen. Wusch. So. Wurstfinger. Der Prompt lautet, ordne in einer Markdown-Tabelle verschiedene Farben den 5 wichtigsten emotionalen Stimmungen von Kindern nach Max Lüscher. Zeige in der ersten Spalte die Farbe als entsprechendes Farb-Emoji, in der zweiten Spalte den fett formatierten Titel der Stimmung und in der dritten Spalte ein Emoji, welches diese Stimmung widerspiegelt. Okay, das ist schon wieder relativ sophisticated. Also gerade auf dem Gebiet der Emojis muss jetzt die KI quasi deuten, welche Emojis welche Stimmung ausdrücken. Bin gespannt, ob das funktioniert. Probieren wir es aus. Max Lüscher, hast du den gekannt? Nein. Du? Nein. Okay. Dann fragen wir mal Max Lüscher, beziehungsweise Fuchs, mit dem
Wissen von Max Lüscher, kann man das sagen? Mit der Seele von Max Lüscher? Ich denke, das kann man ja sagen. Ja, das kann man schon sagen. Ja. Ne? Fuchs, wenn du das jetzt vorliest, der Prompt ist relativ kompliziert. Lies bitte nicht die Farben und Emojis vor, okay? Okay? Ja. Gut. Er braucht manchmal ein bisschen, ne? Ja. Naja, das wenn ist halt so. Ist Lego-Technik hat nicht den besten Prozessor. Genau. Also, Entschuldigung. Irgendwann, Staffel 2, bauen wir dann M1. Danke. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir schicken das ab und gucken, was passiert. Bei diesem Versuch kam leider keine richtige Tabelle raus. Als Thomas dann das Wort ausgerendert in den Prompt dazugepackt hat, bekamen wir dann das gewünschte Ergebnis. Kein Mensch wird wahrscheinlich wissen, was ausgerendert so richtig heißt. Fuchs weiß es offensichtlich. Es geht darum, die Markdown-Zeichen nicht einfach roh abzudrucken in dem Fall, sondern einfach eine schöne Tabelle draus zu rendern. Was hat er denn draus gemacht? Tut mir leid, Fuchsi hat Missverständnis. Fuchsi kann Farb-Emojis zeigen, aber Fuchsi kann nicht garantieren, dass alle Geräte die Farb-Emojis zeigen können. Aber hier ist Fuchsi-Versuch. Farbe, Stimmung, Emoji. Rot, Freude. Blau, Traurigkeit. Grün, Ruhe. Lila, Ärger. Orange, Aufregung. Fuchsi hofft, du siehst die Farben. Bunt, bunt, Gefühl, Gefühl, so lustig. Fuchs, Fuchs mag das. Okay, man merkt so, nach 5 Folgen geht er einem schon so ein bisschen auf den Zeiger. Kann das sein? Oder geht man mir das? Aber gut, auch das ist eine Erkenntnis, das kann man vorher nicht wissen. Das, was wir am Anfang so total süß fanden, nutzt sich tatsächlich ein bisschen ab mit der Zeit. Wie ein Geschwisterkind, kennt man. Vielleicht, ja. Ja, das ist tatsächlich. Aber was er produziert hat, muss ich sagen, ist völlig korrekt und gut sogar, würde ich sagen. Guck mal, er hat hier Herzchen verwendet. Sehr süß. Total süß. Ich wusste gar nicht, dass es farbige Herzen-Emojis gibt. Also, ich habe nur mal gehört, es macht einen Unterschied, ob man seinem Lebensabschnittsgefährten blaues oder ein rotes Herz schickt. Aber ich habe meiner immer nur ein rotes Herz geschickt. Was bedeutet es, wenn man ein blaues Herz schickt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das heißt, ich weiß es nicht. Irgendwie ist ja hier Traurigkeit mit verbunden. Hm. Naja, jetzt haben wir hier aber auch wieder blau, traurig. Mhm. Es scheint wohl so zu sein. Scheint wohl so zu sein. Okay, ist so. Rot, Freude. Ich finde es irgendwie spannend, weil ich das intuitiv völlig anders zugeordnet hätte, aber Katharinas Intuition lag hier übrigens richtig. Laut Wikipedia wird die Farbe dunkelblau mit Sympathie in Verbindung gebracht. Wer noch mal mehr zum Lüscher Farbtest lesen möchte, findet den Link in den Shownotes. Ja, grün Ruhe wäre ich mitgegangen. Mhm. Lila hätte ich überhaupt nicht zuordnen können und orange. Naja, ein bisschen aufgeregt ist er ja und er ist ja auch orange. Also insofern passt. Dieser Check-In passt, passt. Aber die Emojis dahinter, die sind auch toll. Also, ja. Die sind echt. okay, aber Ärger und Ruhe und Traurigkeit und Freude hat er schön ausgedrückt. Gut, also, ich würde sagen, schon ganz gut. Jetzt ist aber so, dass wir im Grunde zum großen Finale dieser Folge kommen wollen und im Grunde uns jetzt ja entscheiden müssen, in welche Richtung wir spielen. Also A, wir müssen die Zielgruppe weiter eingrenzen. Wir haben jetzt Kind gesagt, wir haben nicht gesagt, wie alt das Kind ist. Ja. Wir müssen, glaube ich, jetzt auch eine Freude wählen, eine Emotion wählen, beziehungsweise ja im Grunde dieses Thema Stimmung irgendwie in die Anforderungen packen. Mhm. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben, nämlich, wo kommt die Anforderung überhaupt her? Von Fuchs? Eigentlich nicht. Von uns KonzepterInnen? Ja, bisher schon. Aber wo sollten sie denn eigentlich herkommen? Von den NutzerInnen? Korrekt. Wahrscheinlich würde sich auch jedes Kind so einen Fuchs wünschen zu Hause. Zumindest die ersten 2 Tage. Und dann wäre aber die Frage, wie kriegen wir das Wissen der NutzerInnen denn eigentlich eingesammelt? Ganz klassische Antwort. UX Research. Das heißt, man muss hinfahren, beobachten, möglichst wenig Suggestivfragen stellen, Interviews machen und dabei den Lebensalltag kennenlernen
und einfach nur den Lebensalltag beschreiben lassen. Das ist bestimmt nicht ganz einfach in der Situation, Kinder zu beobachten, wie sie jetzt irgendwie in irgendeiner bestimmten Stimmung sind. Trotzdem, es führt kein Weg dran vorbei, solange wir nicht mit der Zielgruppe sprechen, ob das jetzt Kinder oder jemand anders ist oder die Eltern der Kinder. Es führt kein Weg an UX-Research vorbei. Und das ist, glaube ich, das muss man ganz fett unterstreichen. Keine KI kann UX-Research unterstützen. Was? Ersetzen, wollte ich sagen. Ja. Sie kann sie nur unterstützen. Und deswegen kommen wir jetzt aus dem UX-Research und geben Fuchs mal so einen richtig schönen Auszug aus einem User-Research-Beobachtungsszenario. Da hast du wieder was vorbereitet. Richtig, das haben wir in 3 Chunks geteilt, weil das sonst zu lang ist. Viel zu lang. Wir fangen klein an. Genau, das war so ein bisschen, vielleicht das, was wir erreichen wollen. Wir möchten dem Kind entsprechend seines Verhaltens eine Musikuntermalung bieten, die es selbst auswählt. Das heißt, das Ziel ist vor allen Dingen Selbstbestimmtheit. Für Spotify sicherlich auch interessant, weil nur aktive Hörer sind gute HörerInnen. Genau, richtig. Und das ist dann die eigentliche Beobachtung aus dem User Research. Mhm. Da haben wir besonders darauf geachtet, dass wir dann nicht schon eine Deutung reinbringen. Und wir hatten uns ja darüber unterhalten und hat gesagt, sogar wenn wir reinschreiben, die kleine Anneliese S., ist wütend oder traurig oder was, selbst das ist schon eine Deutung. Deswegen haben wir ja versucht, das da komplett rauszuhalten. Mhm. Und hier ist die Beobachtung. Die kleine Anneliese S., 5 Jahre alt, spielt mit verschiedenen Spielzeugen, lässt aber jedes Spielzeug nach kurzer Zeit wieder liegen und macht mit einem anderen weiter. Anneliese läuft zwischen den Spielzeugen hin und her, wechselt zwischen verschiedenen Aktivitäten, von Rollenspielen mit Kuscheltieren bis zu Konstruktionen mit Klemmbausteinen, macht aber nichts wirklich fertig. Nach 10 Minuten ist der ganze Raum unordentlich und der Boden liegt voller Spielzeug. Anschließend geht sie ins Kinderzimmer ihres Bruders und ärgert und provoziert diesen, sehr zum Leidwesen ihrer Eltern. Wunderschönes Beispiel für, wir schreiben einfach nur auf, was wir beobachtet haben. Das fällt super schwer, das nicht zu interpretieren. Ich weiß das aus Erfahrung. Das muss man wirklich lernen und das ist auch ein Fehler, den viele unserer Kunden machen, dass sie sofort interpretieren, dass sie Suggestivfragen stellen, wie findest du das, wie findest du das? Ganz schlecht. Einfach erstmal nur reden lassen und wenn der Strom versiegt, aha, und was passiert dann? Aha, und was passiert dann? Wirklich einfach nur festhalten, wie die Welt ist. Ja, genau. Sehr schönes Beispiel. Finde ich auch. Und jetzt kommt noch im Anschluss der eigentliche Prompt. Mhm. Das war bisher nur Grounding, Kontext geben. Genau. Also der Prompt lautet, formuliere eine User Story in dieser Art. Immer wenn NutzerInnen A in Situation B stecken, möchten sie in ihrer aktuellen Rolle C das Ziel D erreichen, um den Vorteil E zu erlangen. Formatiere die Textanteile A bis E in Fett. Das ist wirklich mal ein abgefahrener Prompt, weil da steckt schon irgendwie ganz viel komische Logik drin. A bis E, was ist überhaupt A, was ist E? Das sind komische Formulierungen, die man vielleicht einem Mensch geben kann, der einigermaßen weiß, was überhaupt eine User Story ist und wie man Textersetzung macht. Aber das, glaube ich, stellt Fuchs für eine große Herausforderung. Ich bin sehr gespannt. Der Punkt ist, im Grunde soll der Prompt ja darauf hinaus, es könnte jede User Story sein. Weil jede User Story ist genauso aufgebaut. Es geht immer darum, in welcher Situation stecken die NutzerInnen? Was haben sie gerade für ein Ziel? In welcher Rolle agieren sie? Was für ein Benefit erlangen sie durch ihre Interaktion. Das heißt, das ist eigentlich ein wunderschönes User-Story-Template und damit finde ich auch die Quintessenz dieser Folge, dieser Episode zu sagen, guck mal, diesen Prompt, den kann man wirklich nehmen, um jede beliebige Situation wie die eine zu nutzen, um eine User-Story dann auszuformulieren, wenn es funktioniert. Ja. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Oh, Anneliese. Foxy hilft Anneliese. Hier Foxys User-Story. Immer wenn NutzerInnen Anneliese in Situationen Spielen und Wechseln von Aktivitäten stecken, möchten sie in ihrer aktuellen Rolle kleines Mädchen mit viel Interessen und Energie das Ziel, Musik zu hören, die ihren wechselnden Aktivitäten und Stimmungen entspricht, erreichen
um den Vorteil, Beruhigung und Fokussierung auf eine Aufgabe zu erleichtern, zu erlangen. Musik, Musik für Anneliese. Klick, klick, Ruhe, Ruhe. Fuchs, Fuchs hilft. Ja, okay, das bis auf den Ausgang muss ich sagen, ich bin total geflasht. Also ich verstehe nicht, bis auf das Gendern, da hat er irgendwie Probleme gehabt. Aber davon abgesehen, wie kann er auf dieser recht unscharfen Spezifikation A bis E wissen, dass er aus diesem Szenario da oben die einzelnen Teile rauspflügt? Ja. Er muss ja quasi eine Semantik erkennen. Ziemlich cool. Das ist schon. Und dann auch noch formatieren, dass man die einzelnen Teile der User Story nochmal rauslesen kann, immer wenn und so weiter, in der Rolle bla bla bla. Das ist also ein Prompt, den müssen wir nur noch an einer Stelle schärfen, wo es ums Gendern geht. Ansonsten können wir den zur Verfügung stellen. Ja. In den Shownotes. Und das ist wirklich ein richtiger Timesaver. Weil wenn man sich jetzt überlegt, man kommt aus einem User-Research-Interview, man hat vielleicht auch 5, 6 von diesen Dingern, von verschiedenen Kindern, verschiedenen Probanden, könnte man die alle reinkopieren und dann sagen, fasst die alle zu einer User-Story zusammen. Mhm. Und dann wird er wahrscheinlich auch auf die einzelnen Themen wiederum eingehen, die sich überlappen. Und am Schluss hat man eine zusammengefasste User-Story, die, und das ist ganz wichtig, nicht von einem Konzepter geschrieben ist, auch nicht von einem Engineer, von einem Product Owner nur dann, wenn auch vorher ein User Researcher seinen Job gemacht hat. Das heißt, hier kann der UX-Designer im Grunde dem PO-Support leisten, indem er einfach schon mal ein paar User Stories vorzusammenfasst aus dem User Research-Erkenntnis. Ja, mega. Hast du sprachlich noch was anzumerken als alte Linguistin? Dazu müsste ich es jetzt noch mal lesen und es steht auf dem Kopf und es sind 57 Grad. Aber das werde ich dann im Nachgang nachreichen. Das machen wir einfach in der nächsten Folge dann. Noch eine Korrektur dieses Prompts. Ja, perfekt. Super. Viel, wie sagt man? Vielen Dank, Dank. Viel, ich weiß es nicht. Mein Gehirn ist Schrott. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald wieder. Dieser Podcast wird gesponsert von LeanScope.ai, dem Tool, das dir sagt, was deinen NutzerInnen wichtig ist.